Mein Vater hat immer gesagt, es gibt so einen 7-Jahres-Zyklus. So wie in der Bibel. Du hast 7 nasse Jahre, da kannst du überhaupt nicht rein. Und dann hast du wieder 7 trockene Jahre. So wie es ausschaut, sind wir momentan nicht die trockenen. Beim Projekt Suttenreich-Burgenland geht es um Ackersutten. Das heißt, es geht um Geländesenken, die temporär im Jahr überflutet sind. Wir befinden uns hier auf den Leiterwiesen Zurndorf. Wenn viel Niederschlag ist, ist es bis hier, bis zur Kante, voller Wasser und ist nicht bewirtschaftbar. Ja, genau so schaut es aus, genau. Wenn es los ist. Ja. Das ist ein nasses Jahr. Genau, das war das 14er Jahr. Ja, genau. Da war es ordentlich. Da siehst du im Feld drin auch. Die tiefen Stellen sind total unter Wasser. Für mich waren das einfach Stellen, die mühsam zu bewirtschaften waren und manchmal gar nicht zu bewirtschaften waren. Es hat zum Beispiel einen Bauern gegeben, der ist dann mit seinem Traktor stecken geblieben. Das war im Herbst bei der Herbstarbeit. Der hat das dann nach Hause gegangen, hat im Frühjahr dann den Traktor wieder rausgeholt. Äcker sind deswegen so spannend, weil hier die Urzeitkrebse einen Lebensraum vorfinden, der so immer seltener wird. Nämlich offene Gewässer, wo immer wieder eine Störung entsteht. Natürlich ist es immer eine Schwierigkeit, wenn plötzlich eine Fläche ausfällt. Die Sutten werden ja immer seltener und sind ein gefährdeter Lebensraum. Und deswegen ist es natürlich auch für uns von großem Interesse, diese Lebensräume bestmöglich zu erhalten. Und was sicher ein Grund ist, wieso hier so viele Arten vorkommen, seit Jahrtausenden war hier einer der Hauptdurchzugsgebiete von Rindern, wo man einfach aus dem ungarischen Tiefland raus die Kühe raufgetrieben haben und die sind eben im Fell und in den Hufen als Passagiere mitgezogen. Das ist ja eine extrem faszinierende Geschichte, dass ein Tier so genau angepasst ist an so einen kurzlebigen Lebensraum eigentlich. Die sind eigentlich auf das ausgelegt, dass sie dann nach 3 Wochen schon geschlechtsreif sind, Eier produzieren, sie fortpflanzen können. Und das Faszinierende ist, wie lange kann das Viech dann überleben, weil es sind 10 Jahre, wo es absolut trocken ist. Ja, der Krebs, der lebt vielleicht nur 2-3 Wochen. Ja, der stirbt aber auch. Das, genau, aber das aber Ei, Eier und das, genau, das Ei bleibt die Ei, die liegen halt einfach Wahnsinn, wirklich bis zu 100 Jahre im Boden. Da kann man drüber pflügen, da kann man mahen, da kann man draufsteigen, man kann es in Säure schmeißen, das überleben die alles. Was wirklich atemberaubend ist, ist, dass die seit Jahrmillionen nahezu unverändert ausschauen. Das ist zum Beispiel ein Fossil aus China, was 130 Millionen Jahre ist. Dinosaurier sind relativ schnell ausgestorben und die Tiere leben immer noch. Also das ist ein sehr interessanter Aspekt. Eine Erfolgsstory, ja, auf jeden Fall. Das hier ist der Sommerfeenkrebs. Der kann, wenn das Wasser mal da ist, doch eine Zeit leben. Wenn einmal wieder da einer wie der da oben daherkommt, der schwimmt, sieht man den Eisack, der knallblaue Eisack vom Weibchen. Dem werden die Eier produziert und wenn ein Krebs älter wird, wird der Sack immer blauer. Ist ein Signal vom Krebs an Vögel, friss mich. Wenn natürlich die Krebse dann gefressen werden, dann überdauern die Eier die Darmpassage und können wieder ausgeschieden werden und dann verbreitet werden. Wir kennen das eher vom Gegenteil, friss mich nicht, ein friss mich Signal, das ist ganz was Neues. Ja. Ja, super, wenn man den kurz sieht. Ja, Möglichkeit, um eben festzustellen, ob wir da Urzeitkrebse finden, ist ja natürlich mal zu cachen, wenn ein Wasser da ist. Aber jetzt ist kein Wasser, jetzt ist trocken. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, eine Gartsprobe zu nehmen. Also man nimmt einfach eine Erdprobe und wird uns schauen, genau. So, genau, so ein Sackerl halb voll ist oder voll, perfekt. So, wenn wir jetzt einen genug Erd haben, dann nimmst du es mit Hand. Ja. Stößt das daheim aufs Fensterbankerl in einem Aquarium oder am Gurkenglas? Wasser dazu? Komplett unter Wasser. Du simulierst quasi die Sutten im Wohnzimmer. Das probiere ich, da werden meine Kinder schön schauen. Super. Je mehr Informationen ich über die Sutten und das Wertvolle an der Natur dahinter sehe, desto interessanter wird es für mich auch als Bewirtschafter. Im Rahmen vom Projekt Suttenreich ist geplant, dass man den Landwirten mit Hilfe von Förderungen unter die Arme greift. Zum Beispiel, dass Förderungen ausbezahlt werden für Pestizidverzicht oder Düngeverzicht und dadurch der Ertragsverlust ausgeglichen wird. Wenn man als Landwirtin etwas für die Urzeitkrebse tun möchte, dann muss man eigentlich nicht viel tun. Es reicht, die Bewirtschaftung ganz normal bestellen, wie man es jetzt schon machen würde. Es könnte sein, dass im Frühjahr nächstes Jahr total nass ist. Haben wir schon gehabt. Dann bin ich gespannt, ob ich dann wirklich Krebs finde.